Was ein Spiel. Also in der zweiten Halbzeit und allgemein relativ viele Chancen gingen rein. Das hat Spaß gemacht. Vor allem Mucki vorne. Wahrscheinlich wieder rehabilitiert. Aber er hat 4 Tore geschossen und kriegt vom Spiel nur eine 9,8. Warum? Why? Die Bayern verlieren natürlich gegen Gladbach. Wie immer gefühlt, ne? Also Angstgegner schlechthin. Ja, Spider-Man würde ich sowieso irgendwann holen. Hier Miles Morales und das andere noch hieß. Dankeschön, Jakschadi. So, Viererpack. Ja, aber dann nicht zu weit. Wirst du dann wieder von Anfang an spielen, Mika? Also von mittendrin streamen ist ja auch komisch, ne? Dankeschön für 12 Zuschauer. Ein wunderschön. Augsburg. Hat die 77 Punkte, den würde ich auf jeden Fall noch holen. Ist möglich, ne? Ist möglich. Nochmal, okay. Ja, wenn es dir so viel Spaß macht, klar, ne? Naja, Partenope, ne? Arctos, ja, genau. Also wie Inter mit Zebre, ne? Immerhin haben die bei mir jetzt richtiges Wappen. Das ist ein hier Workshop-Update. Oder war das Workshop? Ich glaube, ich habe es runtergeladen. Ja, ich werde mir die auf jeden Fall irgendwann holen. Aber es gibt so viele gute Spiele, deswegen. Ist halt nur die Frage, wann. Was meinst du jetzt? Der Football Manager oder Spider-Man? Das ist ein PC-Spiel. Das ist ein PC-Spiel. Gibt es auch für Konsole, aber da ist es auf jeden Fall abgespeckter. So. 2 Heimspieler, das sollten wir hinkriegen. Also wenn wir das vergeigen, ne, mit den 77 Punkten, dann sind wir selbst schuld. Dann werden wir selbst schuld sein, ne? So. Ich starte schon mal das Spiel und bin gleich wieder da.
Oh, steht schon 1-0 und vielleicht erst 2-0. Linus, dann hattest du wahrscheinlich Flecken als Elfmeterschützen. Ja, actually, ich spiele auch meist viel auf Konsole, aber ich habe halt noch immer keine PS5 und es warte halt auf die. Deswegen, ne? Was zockst du denn sonst so, Yakshali? Normalerweise? Yakshali, bist du nicht auch mal meinem Discord beigetreten oder hast du mal irgendwo kommentiert? Weil dein Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, du hast irgendwo mal einen Kommentar hinterlassen, ne? Ach, in der 13. fiel das Tor. Also bin ich ja wirklich direkt nach dem Tor gekommen. Chio Paris. Hallo, kein Sound mehr. Ja, das ist die Hauptsache, Linus. Das ist die Hauptsache. Dein Name kommt mir bekannt vor, Yakshadi. Guck mir gerade meine Kommentare hier durch auf YouTube. Oder warst du mal bei Rockstar oder so, bei einem anderen Streamer? Detective DD bin ich, ne? Komisch. Fällt mir gerade nicht ein. So, erstmal den Eckball abwarten, dann gibt es noch 3 Wechsel. 2-0, sehr gut. eFootball, dann warst du wahrscheinlich bei einem Streamer, der Rockstar heißt, oder? So. Leipzig macht das 1-0 in der 87. Ne? Unglaublich. Und wir jetzt auch ein Gegentor. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht auch noch. Rockstar, ja gut, den kenne ich natürlich. Wusste ich auch, dass ich dich kenne. Bin ja bei mir am Moderator unter anderem. Ja, übrigens, der Charlie, ich werde am Donnerstag auch eFootball streamen. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich gerne vorbeischauen. Am Donnerstag und am Samstag. Zurück ist ein bisschen Divisions. So, meine Güte. Ich und Aussprache, ne? Ist immer so eine Sache bei mir. Divisions. Ja. Division, ne? Divisiones. Der Frutos. Einfach 6-1 gewonnen, Bayern. Kein Tor Mané, sehr gut. Aber mit Rockstar werde ich Yakshali auch in 2 Tagen Counter-Strike zocken. Also, du zockst ja nur auf Konsole, ne? Genau. Aber sollte jemand anderes hier dabei sein, im Stream, der Bock hat. Also in 2 Tagen am Mittwoch, dem 3.1., so ab 19, 19.30 Uhr, wenn wir Counter-Strike spielen.
Wir sind alle super schlecht. Ich habe mein Leben, glaube ich, nur 2 Stunden allgemein Counter-Strike gespielt. Bevor ich einmal einen Kill mache, sterbe ich meistens 10 bis 20 Mal, also. Es ist egal, wie schlecht oder wie gut ihr seid. Immer ein bisschen just for fun. Ah ne, ich meine Dienstag. Dienstag. Sorry, Mika. Knapp daneben. Genau, und dann. Wow, Moment, ich habe den Streamplan selbst nicht im Kopf, ne? Ist ja peinlich. Warte, ich muss kurz Discord öffnen. Wie war das denn nochmal? Genau, am Dienstag Counter-Strike und am Mittwoch und am Samstag eFootball. So. Meine Güte. Ja, aber du kannst ja später noch dazukommen, Mika. Und wenn du Mittwoch frei hast, musst du ja nicht früher schlafen, ne? Dankeschön. Ja, also zum Spaß sollte man ja allgemein immer spielen, ne? Wenn es keinen Spaß macht, dann macht es auch keinen Spaß. Keinen Sinn. Ist nie, ne? Mein Trinken tue ich nicht wirklich. Ich war in meinem Leben noch nie besoffen. Böllern tue ich auch nicht. Glüsenkampf. Glüsenkampf. Der Money Glüsenkampf. Einige werden uns verlassen, ne? So einige. Cole Campbell ist Stammspieler, sehr schön. Ein Tor, 2 Vorlagen, das ist doch schon mal eine gute Quote. Ach, bei Philipp Schulz passiert zu wenig in der Entwicklung. Ja, ich persönlich bin ja sowieso kein Fan von Böllern. Ich gehe auch zur Fraktion. Am besten für öffentlichen Verkauf vermieten. Oh, sieht doch ganz gut aus hier. Zumindest im physischen Bereich, ja, aber mental ein bisschen besser. Das stimmt, Devil. Ich finde wirklich, wenn Leute sich beim Böllern oder was auch immer, alles was damit zu tun hat, das endlich Beweglichkeit 11, juhu. Wenn die sich da selbst verletzen und deswegen ins Krankenhaus kommen, ich finde, die sollten selbst ihre Rechnung zahlen. Klar, wenn man wegen jemand anderem sich verletzt, okay. Aber wenn man selbst schuld ist, ganz im Ernst, zahlt selbst. Ach, Mann, falsch. 13, 13, 13, das ist doch gut. Hat er davor nicht auch 13? Nee. Nudeln, keine Ahnung. Fertigsuppe essen. Die passt da auf. Jo. Oder das meine ich doch. Genau das meine ich doch. So, was können wir bei ihm jetzt trainieren? Schnelligkeit ist in Ordnung. Vielleicht die Ausdauer noch auf 16 hochpushen, wenn es klappt. Und Einsatzfreude auch auf 16, wäre geil. Ne? Und letztes Spiel in der Saison. Bei dem Sieg hätten wir 77 Punkte, also wären wir 4 Punkte besser als im letzten Jahr. Nur mitreden zu können? Echt?
Welche denn zum Beispiel? Ach, ich habe den direkt verstanden. Manchmal muss man den ja selbst so laut sich vorreden, also selbst vorsagen, dann versteht man es. Ich bin Nummer 2. Watt. Rang liegt auf der 1. Spielen die etwa so gut, die Österreicher. Ja, okay, das ist schon ganz gut, ne? Ja, nicht schlecht. So, Karim, Donny, Yusufa. Wir haben eigentlich eine sehr gute und auch sehr junge Startelf, ne? Klar, Rafa Guerrero, da ein bisschen älter, aber da geht jetzt auch erstmal raus. Weil ich es kann. Und jetzt vom Alter her schon deutlich besser, ne? Schlotterbeck nur eine 6,86, ne? Unglaublich, wie schlecht er auch hier in der Liga ist. 6,79. So, und dann werden wir gleich auch mal sehen, wie viel Kohle wir haben werden, ne? Transferbudget, technisch etc. Also ich habe noch nie, Jakschali, irgendwelche Spiele gezockt, nur damit ich mitreden kann, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Man möchte halt mit den anderen mitsprechen. Ne? Vielleicht früher auf dem Pausenhof alle reden über Spiel XYZ. Und Coco. Und du so, hm? Worüber reden die? Mit Männern habe ich vielleicht mal irgendwas probiert. Also angezockt und hat es mir einfach nicht gefallen. Dann oh, habe ich es weggepackt. Och, Leipzig. Oh, direkt in Führung. Jetzt Tor Nummer 18. Krass. Mit etwas Glück auf Mukoko. Das war in der Liga Saisontor Nummer 23. Ja. Ich glaube, in dem Alter hatte noch nie jemand so viele Tore, ne? Das ist schon unglaublich. Und ich glaube auch, dass in echt nie jemand in dem Alter Torschützenkönig wurde. Final Fantasy habe ich auch ein, zwei Teile gespielt. Ganz alte. Gab es mal auf Game Boy. Eins und zwei oder drei oder vier. Finde ich mir ganz cool. Allgemein die Art von Spiel. Und Worms liebe ich. Bis heute spiele ich noch gerne Worms. Rugrats sagt mir gar nichts. Rugrats, ne. Habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Komm, mach das zweite. Einfach Deckel drunter und fertig. Ja, Mann, Lukas. Reingewämst. So, dann kommen hier die ganz jungen Jamie. Vorne Paris. Mucki darf aber trotzdem noch spielen. Und Philippe Manet für Süle. Normaler. Jetzt wird auf jeden Fall nichts mehr schief gehen. Ich glaube kaum, dass wir hier noch zwei Tore kassieren. Ich muss gleich mal Rugrats, scouten. Googeln. Wie alt bist du, Jakschali? Wenn man fragen darf, natürlich. Nico, das war nicht gut. Wer ist ein Viper? Der ist gut. Boah, okay, das war Glück.
Das war mehr Glück als Verstand. Anders kann man es nicht sagen. Naja, am Ende werden es 77 Punkte sein. Vielleicht noch eine Tordifferenz von plus 50, wenn wir noch eine Bude machen. Wäre schön. Aber wohl eher weniger. Ja, GG an uns selbst. Ne? 77 Punkte, Platz 2. Erneut. Wie gesagt, 4 Punkte besser gewesen. Hatten hier und da ein paar Punkte liegen gelassen, nicht unbedingt hätten sein müssen. Natürlich gegen Stuttgart, das 1-1 jetzt. Vor ein paar Wochen erst. Also vor ein paar Folgen. 42, ah, okay. Frontschwein, hab's ja noch nie gehört. Aber für mich ist wirklich Worms perfekt. Krass, wie sieht das denn aus? Und jetzt mal Rugratz. Was ist das? Achso, das ist doch so ein Film. Gab es davon ein Spiel? Okay. Ich liebe es, einfach diese alte Grafik zu sehen, ne? Dieses eckige. So, 93 Mülle bekommen. Sehr gut. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war's dann erstmal von der Folge. Ja, von der Folge, genau. Wir sehen uns dann morgen wieder um Punkt 11 Uhr.